Rio Reiser, das war Romantik und Revolution. Ich sehe die Wälder meiner Sehnsucht, den weiten sonnengelben Strand. Nah am Deich probt die Band die Utopie einer besseren Welt. Ein Bauernhof in Fresenhagen, Schleswig-Holstein, wird zur Kommune. Man will Felder bestellen und Musik ernten. Das Leben ist frei, doch der Kühlschrank leer. Manchmal ernährt sich die Band tagelang von Schwarzbrot mit Ketchup. Von gestern wird die Sonne trocknen. Fresenhagen war nicht so seine richtige Heimat, weil er hat das Meer geliebt. Deswegen war auch die Nähe zum Meer, Ostsee, Nordsee, für ihn ein Ort, den man sich auch wohlfühlen konnte. Aber auf der anderen Seite war auch sehr viel Betrieb. Also es kamen sehr viele Leute, die auch ablenken wollten oder abgelenkt haben. Und war jemand, der ohnehin sehr viel gereist ist. Auch Rio Reiser hat er auch gesagt, auch der Name Reiser, weil er sehr viel unterwegs war. 15 Jahre nach Rios Tod liegt sein Erbe in Scherben. Der Bauernhof Fresenhagen musste Anfang des Jahres verkauft werden. Tonsteine, Scherben. Heute ist das die wichtigste deutsche Rockband der 70er. Doch damals mussten sie ihre Scheiben noch selbst zum Händler tragen. Rio Reiser war Sänger, Musiker, Komponist und Schauspieler. Produktiv bis zum Zusammenbruch. Nun ist sein alter Traum in Kisten verpackt, Sprengstoff inklusive. Und Rios Bruder Gerd verwaltet den Nachlass. Was mir sehr fehlt, der Witz und sein Interesse an allen Dingen. Also er war jetzt nicht nur an Musik interessiert, er hat auch meinetwegen den Hausfrauenkatalog gekauft. Und also auch so Dinge, also hat er gerne gekocht und hat auch Ameisenstraßen beobachtet. Also alle Bücher gelesen über Religionen, kannte sich sehr gut aus und hat angefangen Ägyptisch zu lernen. Arabisch, also, und hat auch versucht, auch alle anderen Religionen zu verstehen. Drei, vier. Erst als er sich von Tonsteine, Scherben trennte, machte Rio richtig Geld. Doch wie man's macht, ist's falsch. Für die Fans aus Kreuzberg ist der König von Deutschland nur noch der Schlagerfuzzi. Ein Pressesprecher, na wie soll er heißen? Könnt mir Rudi, Karel, Gottschalk, Golodkowski leisten? Ich will nicht lang reden, sondern nur noch singen und die Birne endlich mal aus der Fassung bringen. Das alles und noch viel mehr. Wenn ich König von Deutschland wäre. Oh, das alles und noch viel mehr. Seinen größten Hit sang er bereits vor der Wiedervereinigung. Wenn ich König von Deutschland wäre. Diese Texte werden immer aktuell sein, weil es der Kern dieser Texte ist. Es ist ja eine Utopie von einer Gesellschaft, die miteinander funktioniert. Und wenn ich auftrete und seine Lieder singe, sind da so viele junge Leute und auch alte Leute, die an den Lippen hängen und diese Worte in sich aufsaugen. Der Sänger Jan Plewka von der Hamburger Band Selig hat viele Rio Reiser Songs im Programm. Er sagt, auch wenn Rio tot ist, seine Lieder sollen leben. Und das tun sie, selbst in Italien. Für immer und dich. Per te, sempre per te, uguale come già mi, uguale oggi dormi, per te in ultimo treno, e te un arcobaleno, per te, sempre e te. Rio Reiser und Band waren eigentlich immer pleite. Das Publikum sah die Konzerte am liebsten umsonst. Von Genossen nimmt man kein Geld. Die spätere Grünen-Chefin Claudia Roth verwaltet die Kasse. 15 Mark am Tag für alle. Und für alle, die sich dranhängen, auch. Auf einer Tour machen die Scherben 200.000 Mark Verlust. Zu zweit, zu drei, zu vieren wird auch nichts anderes passieren. Sie rocken gegen Gerichtsvollzieher und Polizei. Für Arbeitskampf und Schwarzfahren. Nach den Konzerten werden Häuser besetzt. Eins der ersten in der Republik ist das Georg von Rauchhaus am Berliner Mariannenplatz. Das ist aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann. Doch Rio wollte mehr als kämpfen. Er wollte Musik machen, echte Musik.
Das Schönste an den Scherben und natürlich besonders an Rio waren die Auftritte, legendäre Auftritte. Also ich erinnere mich an einen Auftritt, da hat Rio alleine am Klavier gesessen, in einem großen Zelt und nur sich selbst begleitend Lieder gesungen. Das waren magische Momente. Und die längst verloren glaubten, werden von den Toten auferstehen. Der Entertainer Corny Littmann hat auch einen anderen Rio erlebt. Rio ist ein schwuler Mann gewesen. Ein schwuler Mann in einem heterosexuellen Rockbusiness hat es nicht nur damals, sondern heute immer noch ausgesprochen schwer. Und darunter hat er auch sehr gelitten, ohne dass er das so nach außen gekehrt hat. Zugleich war er ein sehr sozialer Mensch. Er hat sich sehr gekümmert um die Band. Also später auch, als er solistisch aufgetreten ist, hat er sich sehr um seine Musiker gekümmert und seine eigenen Interessen immer hinten angestellt. Liebe und Verrat, Sex, Drugs und Selbstausbeutung. Rios Leben war voller Extreme. Wenn niemand bei dir ist und du denkst, dass keiner dich sucht, du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. Ich kann nur eigentlich das schreiben, was mir einfällt. Das spiegelt das wieder, was mich beschäftigt. Und wenn ich das nicht tue, dann würde ich wirklich lügen. Dann wäre ich wirklich unehrlich. Und das ist für mich das Wichtige. Und solange ich das tue, habe ich noch das Gefühl, dass ich lebe. Wenn ich das nicht mehr tun würde, ja gut, dann wäre ich irgendwo mehr oder weniger, na, vielleicht sowas wie so ein wandelnder Leichnam. Für dich! Und immer für dich! Rio Reiser starb mit gerade mal 46 Jahren. Man sagt Herz-Kreislauf-Versagen. Doch so ein Herz hört für seine Fans nicht auf zu schlagen. Ich mag's ja.